Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Das ist jetzt das 9. Mal, dass ich versuche, dieses Video aufzunehmen. Das Problem war, also erstmal herzlich willkommen. Das Problem war, die App für mein Audio-Interface hat mein Mikrofon so sehr beeinflusst, dass man mich fast nicht verstanden hat. Also so tontechnisch war das irgendwie komplett tot. Und dann dachte ich mir, ja, komm, machst du das wieder weg und versuchst es nochmal so. Und seitdem ist der Ton wirklich, ich bin so zufrieden damit. Und ich kann den Ton jetzt einzeln bearbeiten. Ich nehme das alles in verschiedenen Ebenen auf. Und das gefällt mir. Das gefällt mir. Verpasst auf jeden Fall morgen den Weihnachtsstream nicht. Erstmal frohe Weihnachten an euch alle. Was habt ihr so alles zu Weihnachten bekommen? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Der ein oder andere wird sich fragen, warum ist er in Minecraft auf dem Hypixel-Server? Und dann möchte ich mal bitte dahin hinverweisen. In meiner Kanalbeschreibung steht nämlich drin, dass ich unter anderem Minecraft-Videos mache. Und außerdem Superhotel kam ich noch nicht dazu. Und da dachte ich mir, komm, fängst du jetzt langsam mal mit an, hast das neue Mikrofon, musst das sowieso noch ein bisschen testen. Und dann startest du einfach mal eine Runde Minecraft-Zombies. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt laufen hören könnt. Haben wir so eine Mystery-Box? Nö, schade. Im Übrigen alles schön weihnachtlich gehalten. Die Kisten sind kein Texturen-Paket. Das ist von Minecraft aus so gemacht, dass ihr an Weihnachten am 24. einfach diese tollen Kisten habt. Ich weiß nicht, ob das auch für den 25. gilt. Müsste ich gucken. So, wir starten direkt rein. Minecraft Zombies Alien Arcadium. So, wir sind einfach 4 Spieler. Das ist schön. Da kann ich noch ein bisschen erklären. Und das war's auch schon wieder. Hier aus diesen Lüftungsschächten. Ich habe im Übrigen Optifine drin, damit das Spiel besser geht. Kommen Zombies raus, die wir bekämpfen müssen. Mit einer Pistole erstmal. Nachher mit einem Gewehr. Je nachdem, was wir kaufen. Hier können wir unsere Sachen verbessern. Hier gibt's Munition. Hier gibt es eine Rüstung und hier gibt es eine Schrotflinte, hier das Gewehr, genau. Hier hinten gibt es eine Lucky Kiste, die jetzt noch nicht da ist. Da kriegt ihr für 1000 irgendeine Pistole einfach. Hier gibt es einen Verzauberungstisch, da könnt ihr eure Waffe, wie auch immer ihr wollt, verzaubern. Und hier habt ihr nicht permanente Upgrades, die verschwinden, wenn ihr sterbt. Sowas wie Geschwindigkeit oder sonst Sachen, genau. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, ohne groß drum herum zu reden. Ich kann jetzt den Ton von meinem Game so laut machen, wie ich will. Es stört nicht mehr in der Aufnahme, es stört nur noch im Stream. Denn in der Aufnahme kann ich das jetzt ab sofort alles in Premiere Pro abändern, abmischen, so dass das mit dem Voice genau passt. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Voice mit dem Mikrofon. Vorher hat es sich grauenhaft angehört. Ich habe es jetzt nicht getestet. Ich hoffe, es hört sich einfach gut an. Das ist die finale Dings, die hochgeladen wird. Genau. In dem Game müsst ihr theoretisch 105 Runden überleben. Habe ich bisher noch nie geschafft. Mein Maximum sind, glaube ich, 36 Runden. Ich blende euch hier mal kurz ein Bild ein, wo ihr sehen könnt, wie viele Runden ich denn schon geschafft habe. Ich glaube, mehr als 36 waren es nicht. Als Beweisrecht stehe ich auch drin, ja. Nur damit ihr nicht denkt, ich hätte hier ein Bild aus dem Internet genommen, meinen Namen dahin geschrieben. Nee, das ist schon alles so von Minecraft vorgesehen. Wir haben schon gut Geld gemacht, muss ich sagen. Das freut mich. Oh, wir haben einen Instant-Kill. Der gibt 50 Coins. Das seht ihr so ein bisschen in meinem Chat, da steht plus 50. Den verdecke ich ein bisschen, das tut mir leid. Ändern kann ich es nicht. So, und ich merke auch, ich übersteuere nicht mehr. Ich habe eine gute Stimme. Wenn ich leise rede, hört ihr mich trotzdem. Wenn ich lauter rede, versteht ihr mich gut. Genauso will ich das. Warum könnte... Die App hat alles kaputt gemacht, ich sag's euch. Da gab es ein Programm von Focusrite für mein Scarlett Solo One. Dritte Generation, super Update, so super klares Voice. Und was macht es? Es rippt einfach mein komplettes Mikrofon, was den Ton angeht. So, ich hab das erst installiert, nachdem ich den ersten Test gemacht habe. Und dementsprechend dachte ich, yo, startest die Aufnahme, läuft alles super. Jetzt habe ich es wieder deinstalliert und die Aufnahme ist wieder so wie bei meinem ersten Test vor einer Woche circa. Super perfekt, ich bin damit sowas von zufrieden. Ja. Ich habe auch noch so einen Fathead Loader drin. Fathead Cloud Filter, wie auch immer das heißt. Der noch meine Vorverstärkung macht. Finde ich super cool. Genau. Und wir schlagen uns jetzt erstmal in eine Runde durch. Und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht mehr über das Mikrofon. Die ganzen Specs bekommt ihr morgen im Stream noch geliefert. Verpasst den Stream morgen nicht. Fängt so gegen 16, 17 Uhr an. Und da wird dann auch gut durchgestreamt. Ich sag's euch. Das wird klasse. Ich habe morgen ein paar Minecraft Maps rausgesucht. 3 Stück genau. Welche wir davon spielen, ich weiß es noch nicht. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Mal gucken. Ich habe eine Horror-Map und 2 Puzzle-Map. Ne, eine Puzzle-Map und eine Adventure-Map. Mal gucken, was da so auf die Schnelle kommt. Jetzt erstmal ein Schluck Wolwig-Wasser. Im Übrigen,
Wir unterstützen jetzt die UNICEF. Das freut mich doch. Oder nee, UNICEF unterstützt Volvic. UNICEF. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie man das ausspricht. Ich finde schön, dass ich das jetzt so gut bewegen kann. Nämlich fast gar nicht. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, euch stört die Stange nicht allzu sehr. Ich habe noch keinen Weg gefunden, die wegzumachen. Da muss ich in den nächsten Tagen, Wochen noch gucken. Ab jetzt werden nicht nur Videos mit dem Mikrofon kommen. Ich habe ja auch noch Videos mit dem alten Mikrofon. Die werden natürlich auch erst hochgeladen, klar. Ich nehme die nicht nochmal von vorne auf. Das einzige Problem ist, wenn ich nicht genau reinspreche. Ihr hört, hört sich meine Stimme nicht wirklich gut an. Und das ist ein bisschen problematisch, aber das sollte eigentlich machbar sein. Oh, hier sind ganz viele schnell. Ihr habt immer stärkere, je weiter ihr kommt, die hier, sobald sie aus ihrem Filter raus sind, spawnen auch noch kleine Minions, nachdem sie sterben. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so toll. Aber ja. Ich kann diesen Spielmodus, ich könnte 20 Runden davon hintereinander aufnehmen, also 20 Großrunden. Nicht solche Einzelrunden. Und ich hätte immer noch Spaß. Also, falls ihr die Minecraft-Java-Version spielt, auf den Hypixel-Server, hypixel.net, und dann Arcade-Games, Zombies, macht ultra Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Gibt auch noch andere Spielmodi, die wir dann ausprobieren. Also das hier wird auf jeden Fall in die Minecraft-Hypixel- bzw. Minecraft-Server-Playlist kommen. Und auch noch in die Zombie-Playlist. Denn ab jetzt will ich auch mehr Minecraft-Videos machen. Also, ich habe so ein, zwei Sleep habe ich zum Beispiel aufgenommen. How to become a Speedster, was mittlerweile offline ist, glaube ich sogar. Und so kleinere Sachen. Ganz am Anfang gab es ziemlich viel Minecraft. Survival Games und sowas. Und ich dachte mir, yo, in meiner Kanalbeschreibung steht drin Minecraft. Und du, ich mache viel zu wenig Minecraft. Dachte mir, ja, jetzt hast du das neue Mikrofon. Du fängst jetzt direkt mit Minecraft an. Ihr merkt schon, ich bin sehr energiegeladen. Weil ich freue mich, dass ich jetzt das neue Mikrofon habe. Das Shure SM7B ist das, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich werde das auch ab jetzt heute noch nachher per Link in die Dingsbeschreibung packen. In die Beschreibung von meinem Roomtour-Video. Werde ich dann dazu schreiben. Neu, hol dir den sofortigen Kill. Perfekto. Super Teamwork hier. Die haben alle schon Rüstung, ich noch nicht. Na, ich hole sie mir auch mal. Hier hinten gibt es eine Lederrüstung. Wir haben aber genug Münzen, dass wir uns schon zwei holen können. Nicht zu vergessen, ihr müsst aufpassen. Ihr braucht auch manchmal hier Munition. Die ist nämlich auch mal leer. Und das ist halt ein bisschen problematisch. Jetzt fängt an, sich das hier oben zu öffnen. Genau. Und da kommen auch von da oben Zombies. Das ist jetzt nicht so gut. Aber wir kriegen das hin. Oh, einer hat schon gelieft, das ist schlimm. Solche Leute nerven, die einfach anfangen, ein Game zu spielen und dann liefen. Gut, ich bin in der letzten Runde auch gelieft, weil mein Mikrofon einfach den Ton nicht aufgenommen hat. Also da war auf einmal der Ton weg. Ich weiß auch nicht so ganz. Jetzt läuft er, ich sehe es hier rechts jetzt. Aber vorher habe ich nicht darauf geachtet, habe einfach aufgenommen. Und ihr habt meine Stimme einfach nicht gehört. Das war dann nicht so gut. Ja, ja. Ich muss das jetzt auch gleich in Premiere Pro erstmal abmischen. Ich weiß nicht, ob das Video noch heute kommt. Wir haben jetzt 10:30 Abend. Wahrscheinlich lade ich das Video morgen gegen 12, 13 Uhr hoch. Zum Stream einfach noch dazu. Morgen ist ein bisschen Special-Tag. Muss ich schon sagen. Bei mir ist heute der 24. Mikrofon gerade erst vorher ausgepackt, vor einer Stunde oder zwei. Muss ja. Perfekt, perfekt. So. Na, es hakelt ein bisschen. Ja, manchmal haben wir weniger als 30 FPS. Ich kann nichts dafür, ich habe keinen guten Prozessor. Ich habe einen i9-11900K. Kein Kommentar, der ist Bombe. i9-11900F, Entschuldigung. Kein Thema, der ist ganz gut. Aber halt für das, was ich ihn benutze, nicht geschaffen. Ich werde mir den i9-12900K besorgen. Ah, ich habe keine Munition mehr. Das trifft sich gut. Ich glaube, bis März, November oder so habe ich mir die geholt. Wie, ihr seid alle tot? Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Sneaken? You're back again. Schnell, komm, Konzentration. Konzentrieren, Leute, konzentrieren. Ihr müsst schnell weg hier. Zack, komm. Bäm, so muss das. So will ich das auch in den zukünftigen Folgen haben. Jemand hat Achterbahn geöffnet, das finde ich super.
Ich weiß gar nicht, habe ich euch das am Anfang erzählt? Hier könnt ihr eure Sache verzaubern lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erzählt habe. Ich habe das schon so oft gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich euch das erzählt habe. Oh, jetzt kommen hier schon solche Gegner. Na, die sind werden immer schwerer. Hier gibt es nicht permanente Upgrades und hier eine Lucky-Kiste für 1000, wo ihr einfach bessere Waffen rausbekommen könnt. Die ich aber nicht benutze, weil ich nicht so überzeugt bin von deren Kraft. Weil ich am besten mit dem Gewehr zurechtkomme. Es gibt auch noch andere Maps, aber die sind zu verwinkelt und zu groß. Die gefallen mir nicht so. Alter, da, geh weg. Ah, ich hab wieder gut Leben. Oh, da hinten ist einer. Nee, geh mal schön weg hier. Wieso sneak ich? Ich will rennen. Zack, komm hier. Gar kein Thema. Ich find's halt immer doof, dass Leute einfach die Runde verlassen. Ich finde, das ist so wie so Team im Stich lassen, das nervt. Falls ihr irgendwann mal spielen solltet, spielt bis zum Ende. Auch wenn die Runde nicht gut ist, spielt einfach bis zum Ende. Maximalrunde bei mir, wie gesagt, 36, falls ich das schon gesagt habe. Ich weiß es halt nie, Mann. Ich kann euch das nie sagen. Ja. Warum ist meine Switch an? Ah ja, weil ich vorher getestet habe, wie das mit dem Voice ist, wenn ich das getrennt voneinander aufnehme. Schließlich will ich ja nachher meine Stimme unabhängig vom Dings bearbeiten können. Auch für zukünftige Nintendo Switch Let's Plays. Weil es kommt ja hoffentlich bald Mario Rabbids Sparks of Hope raus. Darauf freue ich mich so immens. Ist ja Wahnsinn. Das sind jetzt im Übrigen Clowns, die mit, ich schätze, Kuchen werfen. Wir sagen einfach, es ist Kuchen. Clowns werfen mit Kuchen, so wie der eine bei den Schlümpfen. Jokey heißt der, falls ihr die Schlümpfe kennt. Ich habe das früher immer angeguckt. Der wirft mit, oder der wirft nicht, der hat so Geschenke, die immer explodieren. Dann lacht der immer so komisch. Total weirder Typ. Ja. Dementsprechend werfen die mit Geschenken. Wir sind schon Runde 14. Und da sind wir auch schon rausgeworfen worden. Flash Lobby. Manchmal werde ich rausgekickt, weil irgendwie, warum auch immer, denkt das Game, ich hätte einen Aimbot an. Weil ich so gut in dem Spiel bin. Weiß nicht warum. Also das ist schlimm. Und jetzt bin ich geltig als tot. Boss. Kickt. Don't know why. Wurde einfach gekickt. Oh, das könnte knapp werden. Im Übrigen, wir können jetzt fliegen. Ich überlege mir die ganze Zeit einen Shader anzumachen, aber ich habe halt Angst, dass es sonst einfach zu sehr laggt mit Minecraft. Und das will ich nicht. Ich will, dass ihr ein gutes Ding habt. Vorsicht hinter dir. Bitte schaff es. Ich will nicht GG in den Chat schreiben müssen. Komm schon. Ja. Perfekto, er ist wieder da. Los. Ihr müsst konzentrieren. Er schafft das. Renn du hier durch. Renn weg und dreh dich um und schieß. Komm. Ich kann nichts machen. Im Übrigen, wusstet ihr, dass ihr so einen schwarzen Rand habt? Ich wusste das nicht. Komm schon. Hier die noch. Naja, ihr schafft das. Und da bin ich wieder. Zack. Neue Runde. Alle Zombies sind besiegt. So muss das. Ich bin zwar rausgeflogen, ich konnte jetzt nicht dafür, aber ich bin wieder da. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Ja. Fresh Dumbledore lässt grüßen. Wisst ihr, was ich zu Weihnachten bekommen habe? Also, ich habe es meiner Oma dann geschenkt, beziehungsweise meine Oma hat es jetzt auf dem Nachttisch stehen. Ich habe eine Harry Potter Actionfigur bekommen. So 20, 30 Zentimeter groß. Und meine Oma ist ja in Anführungsstrichen Harry Potter Fan. Die hat die Filme noch nie gesehen, also kann sie es nicht bewerten. Wir gucken die Filme nochmal an. Ich habe mir extra so eine 4K Blu-ray Box geholt mit einem Blu-ray Player, damit wir das mal angucken können. Harry Potter. Und das habe ich mir gewünscht, dachte ich mir, ja, das will ich haben. Hab das dann auch bekommen und fand das halt so witzig. Und jetzt steht es halt auf dem Nachttisch von meiner Oma. Okay, GG. Hat Spaß gemacht. Bekommt ihr plus 5 Karma, wenn ihr das reinschreibt. Sehr schön, aber es waren halt auch wirklich, was das. Aber ist ganz okay. Sehr schön. 14 Minuten. Kann auch sein, dass wir mal eine Runde haben, die 20, 30 Minuten geht. Kommt halt immer drauf an. Ich würde jetzt doch ganz gerne mal leaven. Hallo? Sehr schön. Und mich verabschieden. Schaut auf jeden Fall nochmal im Stream nachher, morgen. Je nachdem, wann das Video kommt, vorbei. Freut mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im Weihnachtsstream. Schaltet auf jeden Fall ein. Ich habe 2 Wochen gebraucht für Stream Overlay, falls ich das noch nicht gesagt habe in der Folge. Ich weiß es nicht. Erkläre ich alles morgen nochmal. Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Und ciao.